Hallo und willkommen an alle, die sich hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde bei Dying Light. Ja, in der letzten Folge hat uns unsere Prophezeiung in ein Hotel geführt. Da haben wir das Hotelzimmer vom Rais gefunden, als er noch ein GRE-Agent war. Dort haben wir auch seine Waffe gefunden und ja, sehr viele Markierungen. Der hat sich irgendwie seinen Planer zurechtgelegt und ja, was daraus geworden ist, wissen wir ja. Dann waren wir in der Quarantänezone und da haben wir, oder da sind wir auf einen neuen Gegnertypen getroffen. Ein kleines Kind, das rumschreit und andere Zombies anlockt. Das ist ja nicht so cool. Würde ich mal so behaupten. Gut. Aber jetzt geht es auch endlich mal mit der Hauptmission weiter. Wir haben echt sehr viele Nebenmissionen, die wir abgeklappert haben. Wir gehen nochmal kurz zum Händler und holen auf jeden Fall. Nee, das kann alles nichts mehr hier. Also die Knarre vom Rais ist schon sehr, sehr stark. So, Pistolenmunition, alles kaufen, alles kaufen. Wunderbar. Ob wir was verkaufen? Jetzt, ich meine, die Pistole können wir wieder verkaufen. Weg damit. So, dann lass mal sehen. Gut. 4,35. Also alles da drunter. Oh. Können wir verkaufen. Jetzt kommt das weg. Das kommt weg. Alles klar. Das heißt, ich glaube, diese Edelsteine können wir auch alle verkaufen. Ein bisschen mehr Kohle wieder. Das sieht ja schon wieder ganz gut aus. Verkaufen wir auch. Ja, komm. Das ist doch eine coole Sache jetzt. So, dann bin ich mal gespannt, was die Troy uns zeigen möchte. Vor allen Dingen, was auch mit der Jade los ist, ne? Egal, wie oft ich es mir ansehe, ich kann es einfach nicht glauben. Ein internes Dokument der Global Relief Effort weist darauf hin, dass der GRE in eine weitreichende kriminelle Verschwörung verwickelt ist. Es war nicht die Absicht des GRE, ein Heilmittel für den Haran-Virus zu finden. Stattdessen wollten sie ihn waffenfähig machen, um ihn an den Höchstbietenden zu verkaufen. Weltweit. Nein, nein, vorwärts zum wichtigen Teil. Ich war der Letzte in der Quarantänezone. Ich kann's nicht fassen, dass ich noch lebe. Ich habe es tatsächlich geschafft. Wir trauern um die Opfer, aber wie schon der Präsident in seiner Rede heute sagte, Leben ist für die Lebenden. Wir müssen nach vorne schauen. Die Suche des Militärs nach Überlebenden in Haran wurde abgebrochen. Die Stadt ist vollständig in der Hand der Infizierten. Laut Oberst Taylor werden die Dekontaminierungsmaßnahmen jegliche Infektionsgefahr beseitigen. Das war das Ministerium. Das ist ihre Ausrede, um die Auslöschung einer ganzen Stadt zu rechtfertigen. Crane, warte. Wir haben bereits eine Idee, wie wir eine Botschaft an die Außenwelt senden können. Wir wollen in einem Gebäude Sprengsätze anbringen und Brände in einem Muster entzünden. Zombies können sowas nicht. Michael, einer unserer Kuriere ist zwar schon in diesem Gebäude, kommt aber nicht in die oberen Etagen. Zu viele Beißer. Ich gebe es nur ungern zu, aber niemand von uns ist stark genug, ihm helfen zu können. Wir müssen jetzt sofort etwas tun, oder wir alle werden den Bomben des Ministeriums zum Opfer fallen. Sag Michael Bescheid, dass ich ihm helfen werde. Kannst du versuchen, Jade zu kontaktieren und sie zu einem Treffen überreden? Ich verspreche es dir. Alles klar. Dann geht's mal weiter. Aber ich sehe gerade, wie viele GRE-Pakete hier rumfliegen, aber die werden wir mal gekonnt ignorieren. Wir machen einen kleinen Abstecher hier hin, geben beim Spike die Pakete ab, bevor wir hier unten hinwandern. So.
Noch einmal, weil es so schön war. Ein Leuchtsignal ganz in der Nähe. Da sitzt jemand in der Patsche. Derjenige macht's nicht lange. Okay, ein Leuchtsignal in der Nähe. Wo denn? Da unten, okay, das liegt auf dem Weg. Werden wir natürlich pflichtbewusst auch abchecken. So. Knapp dann. So, ist klar. Wir müssten eigentlich direkt hier sein, oder? Na, fast. So, wunderbar. Ja, wir wollen auch handeln. Das heißt, ich werde nochmal Pistolenmunition kaufen. Genau. Wunderbar. Also auch erledigt. Dann ab zum Spiky Boy und dann geht's auch weiter. Sehr fein. Ich habe nämlich schon gedacht, dass es für einen neuen Überlebensrang reichen würde. So, was gibt's denn hier Feines? Ach so, scheiße, ist nur noch Kacke übrig, ne? Na komm, wir lernen mal, wie wir hier Granaten und sowas dann herstellen in den nächsten Schritten. Wenn wir dazu kommen. Also, wir haben jetzt schon gelernt, explodierende Wurfsteine herzustellen. Das ist ja schon mal was. Oh fuck. Eine schlechte Idee, hier unten hinzugehen. Oh, ganz schlechte Idee. Ja gut, komm. Augen zu und durch, ne? Ja, ein bisschen Slalom laufen. Oben hin. Okay. Na, also irgendwie wollte das mit dem Wurfhaken gerade nicht so funktionieren. Gut. Jetzt aber. So, da hinten hin. Ist klar. Da bin ich mal gespannt. Am besten hier runter. Schon auf die andere Seite. Dann sind wir doch schon fast da, oder? Scheiße. Ich bin mal eben so eine Lasche bekommen, ey. Oh fuck. Was sind für einer? Das ist ja riesig, ey. So, wir machen es anders. Das ist eine echt schöne Position hier oben.
fuck. Ich glaube, wir sollten uns erstmal um den hier kümmern. Ja. Ah, die machen es uns echt nicht leicht. Meine Fresse. So. Ah, war es eine gute Idee, gegen die zu kämpfen? Ich denke nicht. Na, dass ich es einmal angefangen habe, ziehe ich es auch durch. Der gab 12.000 Erfahrungspunkte. Wie krank ist das denn, Boah, der hält aber echt viel aus. Oder ich vertue mich da. Wow. Das war schon heftig jetzt, So, den großen Check schießt mal ab. Jetzt hier so schön skippt. Da irgendwas fallen gelassen. Ja, auch nur so komischen Knüppel, ne? Na. Eigentlich uninteressant. So. Schauen wir da mal. Irgendwo soll Rauch sein. Also ich sehe noch keinen Rauch. Ah, da ist er doch. Interessant. Das ist eine Safe Zone, ne? Haben wir die schon freigeschaltet? Nee. Die Sachen da unten ignorieren wir jetzt mal. Sie sind's, Crane! Ich hab sie auf den Postern gesehen. Sie müssen mir helfen. Was ist passiert? Reismänner haben auf mich geschossen. Ich bin auch Kurier. Naja, fast. Hey, ich kann nicht mehr. Können Sie mir helfen und diesen Run für mich zu Ende bringen? Hey, ich kann Sie zu einem Unterschlupf bringen, aber dann habe ich anderes zu tun. Nichts ist wichtiger als das hier, glauben Sie mir. Okay, dann erzählen Sie mal. Die Quelle der Epidemie. Wo? David zeigt's Ihnen. Hier, eine Liste und eine Tasche mit schon gesammelten Sachen. Den Rest müssen Sie erledigen. Wenn Sie alles haben, bringen Sie es zu David am Royal Canal. Er wird Ihnen alles erzählen. Sagen Sie, dass Spider Sie geschickt hat. Was ist mit Ihnen? Keine Sorge, hier in der Nähe ist ein Versteck. Ich komme klar. Helfen Sie David. Das ist alles, was zählt. Okay, Sie sollen David helfen, ja? Gut. Gut. Okay, wieso ist da oben hin? Ja, okay. Das, machen wir, nachdem wir uns die Hauptmission an. Dann ist schon wieder so ein Dicker hier, ne? Krass. Aber wie gesagt, die sind mir auf jeden Fall lieber als diese kleinen schreienden Kinder. So. Genau, bevor der die Faxen macht, ne? So, schauen wir doch mal, wie es mit der Hauptmission hier weitergeht. Irgendwo runtergehen. Also, können wir da reinspringen? Ich hoffe. Ah, hier waren wir doch schon mal. Ach, wie krass. Okay.
So, wir sollen die Michael treffen hier, ne? Oh, hab ich das Gefühl, dass er schon längst tot ist. Ich muss diesen Michael finden. Was auch immer die Glut konkret geplant hat. Sollte es auch nur den Hauch einer Erfolgschance haben, muss ich ihnen dabei helfen, es zu realisieren. So sieht's aus. Ah, ist aber stunkel hier, ey. Ein paar Zombies, okay. So, dann entsorgen wir mal kurz. Und eine neue Kraftstufe. Okay, langsam wird's interessant. Jetzt haben wir die vorletzte Stufe erreicht. Mal schauen, was danach passiert, ey. Wir müssen wahrscheinlich hier. Ja, keine Ahnung, wohin. Hier runter, ne? Ja, schwimmen wir einfach mal auf gut Glück hier los. Ist ja eine bessere Gesellschaft, so wie es scheint. Okay. Mal ein gutes Zeichen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Gut, viele Alternativen gibt es ja auch nicht wirklich. So. Okay. Hat die gerade abgeworfen? Okay. Na dann, kämpfen wir mal, ne? Ich glaube, wir sind bestens gewappnet. Nummer 1. Nummer 2. So, einer nach dem anderen. Wunderbar. Ja, der überlegt sich gerade hier, der uns wirklich angreifen soll. Ja. So, wunderbar. Aber bis jetzt ist von diesem Michael noch keine Spur hier, ne? Dann gehen wir mal weiter. Ja, das sieht so sehr nach einer Falle aus, ne? Das ist ja echt ekelhaft. Ich sehe gerade, ich könnte langsam auch wieder ein paar Medikits zusammen basteln, aber das, glaube ich, das mache ich, bevor ich eine Folge starte. Kacke, es wird immer schlimmer. Okay, das ist nicht cool. Ja, ich habe ja gesagt, so ganz am Anfang, als er sich diese eine Antizin-Ampulle da geschnappt hat, ich habe mir direkt ich hab die ganze Kiste mir irgendwo hingebunkert. Na gut. Mann, ich dachte, du wärst ein Beißer. Warum musst du dich auch so anschleichen? Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Na, was denn ich sag's, Junge? So, bevor wir zu dir gehen, schauen wir uns mal ein bisschen um. Ein bisschen Alkohol und Kaffee, Mensch. Der Tator gerettet, hä? Ich wollte dich nicht erschrecken. Bist du Michael? Okay, kein Problem. Troy hat dich angekündigt. Ich bin nur froh, dass sie das eben nicht gesehen hat. Mein Ruf wäre für immer ruiniert. Ach, verknallt, hä? Ist das verwunderlich? Hast du sie gesehen? Was glaubst du, warum ich das hier mache? Was? Du riskierst dein Leben in einer Horde mutierter Kannibalen, um einer Frau zu imponieren? Vor dem Ausbruch war mein größtes Erfolgserlebnis der erste Platz beim Buchstabierwettbewerb. Troy hätte mich nicht mal wahrgenommen. Also nutze ich jetzt jede Gelegenheit. Na gut. Also, sag mir, was ich tun muss. Ja, ich habe versucht, den Plan durchzuziehen, kam aber nicht weiter als bis zum 9. Stock. Überlass das mir.
Du musst diese Sprengsätze nehmen, die Gasöfen anschalten und Ladungen in bestimmten Wohnungen anbringen. Und das ergibt dann ein Muster. Eins, das nicht nach Zufall aussieht? Wenn es Ihnen gelingt, das zum Zufall zu erklären, dann bin ich echt beeindruckt. Wenn du bereit bist, du musst zuerst in den 10. Stock. Alles klar, komischer Typ dieser Michael. So. Auf geht's. Ich würde doch mal sagen, wir schnappen uns doch mal die gute Schrotflinte. Ich frage mich, ob wir irgendwann mal so eine Kampfschrotflinte hier finden. Oh Mist. Gut, also da kommen wir wohl nicht weiter. Tja, sieht ja richtig einladend aus. Da werden wir gleich glatt einziehen, ne? So, also hier geht's nicht lang. Hier auch nicht, okay. Ach, der funktioniert, der Aufzug, das ist ja mal krass. Ich glaube, das ist der erste funktionierende Aufzug, den wir hier gefunden haben. Was zur... Verdammt! Scheint der Schacht ist blockiert. Mann. Komm, sage ich das, ne? Scheiße. Hängt da ein bisschen ab hier. Scheiße! Verdammt! Was ist los? Alles okay? Ja, noch. Ah, klettern. Ja, erreichen Sie die 10. Etage. Ja, komm, hör mal auf mit den Faxen hier, ne? Und lass mich ein bisschen klettern. Naja, jetzt wird wenigstens ein bisschen gelevelt, ne? Also ganz so schlecht ist es ja auch nicht. Oh fuck, was machst du denn, Junge? Das wäre auf jeden Fall fast ins Auge gegangen. Ja, das war mal erfolgreich, ey. Was so eine Scheiße. Ah, oh, meine Güte. Ja, Gott. Nein! Ah. Okay. Alle guten Dinge sind so rein, ne? So, jetzt gehen wir auch mal schön geschmeidig hier rüber. Ach, wunderbar. Ich komme ja von hier aus irgendwie weiter. Eine Treppe nehmen oder sowas. Wäre auf jeden Fall lieber. Na, aber noch, wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Michael, ich bin im 10. Stock. Großartig. Such nach den Räumen 105, 106, 134 und 137. Ich glaube 105, 106, 100, keine Ahnung, 34 und... Noch habe ich vergessen. Hast du ja so gedacht, ne? Ja.
So. Den Ofen sollen wir suchen, ne? Machen wir das doch mal. Gut. Oh, gut, dass sie hintereinander laufen. Ja, ich hab für euch alle was. Gar kein Thema. Interessant, okay. Okay, fertig mit der ersten Wohnung. Oh, fuck. Weiter zur nächsten. So, das ist 105. Ja. Wunderbar. Alles klar. Fertig mit der zweiten. Mann, du hast das besser drauf als ich. Als nächstes. Oh, Scheiße. Was ist los? Michael! Ich hab Besuch bekommen. Haut ab, ihr Mistkerle! Michael Hauster, bring dich in Sicherheit! Nein! Ich halte sie auf und du bringst den Auftrag zu Ende. Ich bleibe hier, bis das erledigt ist. Er muss einen Held spielen, ja. Also sah mir aber nicht so kräftig aus, der Kollege. Jetzt. So. Zwei nach oben, wenn ich das richtig sehe, ja. Okay, der Weg ist blockiert. Wie soll es auch anders sein? Die Frage ist echt, ob ich vielleicht das Schild benutzen kann, wenn diese Selbstmörder unterwegs sind. Ja, wer weiß das schon so genau. Da, wo geht sie nach oben? Hier. Sehr sympathische Gegend hier, So, dann gehen wir mal schnell nach oben. Ah, Scheiße. Ich habe es befürchtet, dass wir hier auch auf dieses Zombie-Kind treffen werden. Scheiße. Nicht cool. Hier noch nur was. Ah. So, sehr gut. Fehlt nur einer. Oder was ist der falsche? Nö. Kind? Mist, was ist das?
Ja, das ist eine gute Frage. Gute Frage, was ist das? Geht denn hier ab, ey? Was ist das für ein ekelhafter Flur hier? Hm. Oh, meine Fresse. So, gehen wir uns mal um das Kind kümmern, ne? Gut. Okay, alles erledigt. Wunderbar. Und ich könnte hier unten deine Hilfe gebrauchen, um ehrlich zu sein. Gut. Dann gehen wir den Kollegen mal helfen. Hör zu. Hey, du widerlicher Gott im Himmel! Michael? Wenn ich ins Gras beißen sollte, musst du weg mit dir! Den Sprengzünder nehmen! Raus aus dem Gebäude und es in die Luft, ja! Red nicht so einen Blödsinn, Michael. Raus da und zurück zu Troy. Und zwar sofort. Lass den Sprengzünder. Michael! Michael! Shit! Ja, sieht nicht so gut aus wie der Michael, ne? Ich hab sowas schon befürchtet. Ja, als Klärchen, ich würde sagen, das war eine gute Stelle, um einen kleinen Cut zu machen. Mitten im Gefecht hier, mitten in der Action. Küchenmesser, interessant. Hm. So. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es hier weitergeht. Also das nächste Mal wieder mit am Start. Bis dahin. Macht es gut und ciao.